Schönen guten Morgen in dem Fall und herzlich willkommen bei Mutino. Ja, ich bin von den BMW-Freunden eingeladen worden, in Ampfing auf die Kartbahn zu kommen und heute ein bisschen Kurventraining zu machen. Da nehme ich euch dann mit. Das wird heute bestimmt ein spannender Tag. Dir, Werner, vielen, vielen Dank für die Einladung und Alex, dir vielen Dank für die Organisation. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video und bis gleich, euer Mutino. Ja, wie versprochen, jetzt hat angekommen und wir sind hier in Ampfing an der Kartbahn. Aber schaut euch das mal an, das wird schon cool. Ja, worum geht's heute? Also wir fahren hier keine Rennen, sondern das ist ein Kurventraining. Deswegen haben sie auch hier so eine kleine Schikane eingebaut, damit hier durch Start und Ziel nicht durchgeballert wird. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe immer noch meinen kleinen Mutanten drauf. Guten Morgen. Und entsprechend werden wir den heute mal richtig testen können. So, der hat mir eingeladen. Servus. Ja. Lass mal einen Spaß haben, oder, wir zwei? Ja, und die Bande, die wird auch mal mehr. Schaut euch das an, ey. Jetzt noch die obligatorische Zigarette. Und dann gibt's was, ein Briefing wahrscheinlich, gell? Dann machen wir Briefing. Also, grüß euch an alle nochmal, gell? Freut mich, dass ihr da seid, wenn ihr ins Wetter mitgebracht habt. Veranstalter ist der BMW Club Grüntal. Die meisten wissen es eh. Anfangen werden wir jetzt dann um 8:15. Fahren werden wir in drei Gruppen. Den ersten Turn fahren wir immer geführt, das heißt hintereinander, ohne überholen. Die Auspuffanlagen, die dürfen bitte nicht zu laut sein. Also ich schätze, das werde ich euch alles simultan übersetzen müssen. Das war bayerisch. Das war bayerisch für Anfänger. So, jetzt scheint es loszugehen. Fahrwerk, Dynamic, passt. So. Konzentration. We'll be right back.
vom Berg. Alter Leute, das war der absolute Knaller. So, jetzt haben wir vor uns eine Doppel, ja? Da werde ich jetzt natürlich keine Chance haben. Puh. Aber das, Leute, das macht so Bock. Also ich hätte nie gedacht, dass ich da so viel Spaß habe. Tanja, an dich schöne Grüße. Ich verstehe, warum du jede Woche auf irgendwelchen Rennstrecken rumhoppst. Alter, also die Scheiße, die macht echt süchtig. Das Einzige, was mich ein bisschen behindert, ist die begrenzte Schräglage von Tor. Das geht halt nicht mehr. Aber es ist etwas sau, die Kurven. Anna, du Sack, fährst mir davon, ey. Leck mich in die Tasche. So, uah. Also das war jetzt echt richtig anstrengend, so geil wie es war. Leider haben wir jetzt auch einen kleinen Verlust hier auf der Start-Zielgeraden. Ist die Doppel-R in die andere Maschine gedonnert. Ist natürlich jetzt nicht so cool. Nee, also Leute, das filme ich nicht, weil da kriegt ihr Tränen in die Augen. Das schaut echt übel aus. Das ist eben das, wenn du hier auf der Rennstrecke unterwegs bist, kann das halt immer ganz schnell passieren, ne? Alter Schwede, also ich kann doch nicht umher. Das ist halt echt scheiße. Ist halt hier richtig eingeschlagen, ne? Oh, das kann ich gar nicht sehen, ey. Langsam an. Ach, Werner, was ist passiert? Hä? Hä? Hat einer dein Motorrad angeschossen? Ja. Ja, ich war ihm zu. Ich, was soll ich sagen? Ich wollte einfach langsamer da und der hat mich übersehen. Also ich übersetze es mal, er wollte langsamer fahren und wurde übersehen. Und dann hat sie Doppel-R sich mit der R vereinigt. Jetzt ist es nicht Triple-R. Ja, genau. Nein, dir geht's gut. Jo. Ja. Und bei deinem Motorradl war der Auspuff kaputt. Aber mehr nicht. Und der Blinker ist raus, habe ich gesehen.
Das ist aber lieber zum Neistecker. Ja. Und Verkleidung ist ein bisschen verkopft. Ja. Das ist jetzt nicht die Welt. Das ist halt trotzdem ärgerlich. Aber mei. Machen wir nochmal Bestand. Oh, oh, von da schaut es aber echt übel aus. Leute, ob der so durch den TÜV geht, ich glaube nicht. Kann man damit überhaupt noch fahren? Angangen ist er noch, oder? Ja, ja. Also, zu ist er nicht. Ja. Da kriege ich Pipi in die Augen. Ne? Aber gibt auch erfreuliche Nachrichten. Also wie gesagt, ich bin ja ein wenig so ein Reifenbild-Fetischist. Und das, was du auf einer Rennstrecke kriegst, also das ist jetzt nicht, weil ich so toll bin, das kriegt hier jeder hin. Aber was mich halt fasziniert, der Mutant von Dunlop, der macht das hier echt bravourös mit. Ja, wenn er richtig heiß wird, dann fängt er natürlich ein bisschen das Schmieren an. Und wenn man sich hier das anschaut, was hier an Material weggeht, ist auch nicht ohne. Nichtsdestotrotz, bin echt zufrieden. Ja, Leute, ich werde jetzt den Tag noch ein wenig genießen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und kann ich euch nur empfehlen, kommt mal nach Ampfing, fahrt hier auf der Strecke. Da gibt es einen regionalen Motorradverein, der bietet es damit an. Ansonsten wie immer, die Linke zum Gruße und bis bald, euer Motino. Ciao.